Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser Lektion. In dieser Lektion geht es darum, welche Prämissen du erfüllen musst, unbedingt erfüllen musst, bevor du überhaupt gedanklich in die Welt der Werbeanzeigen, also quasi für Geld, Neukunden, Interessenten, Leads einkaufen da draußen, was sehr, sehr teuer, sehr schnell werden kann, wenn du bestimmte Schritte nicht einhältst, beziehungsweise bestimmte Prämisse nicht erfüllst. Ja? Und einer dieser Prämisse, den schauen wir uns heute an, vielleicht der allerwichtigste, und das ist die Prämisse der richtigen Positionierung. Ja, Positionierung ist in letzter Zeit, wir schreiben gerade das Jahr 2023, die letzten ein, zwei Jahre auch sehr stark durch den Äther gerauscht. Ja. Positionierung, Positionierung, Positionierung und ja, nicht ganz ohne Grund, es ist auch super, super wichtig, denn mit der richtigen Positionierung steht und fällt letztendlich die Profitabilität deiner Werbemaßnahmen. Und jetzt muss ich nochmal ganz kurz schauen, die Kamera ist wieder verrutscht. So. Ja. Okay, also, wir schauen uns das Ganze mal an. Ich habe schon mal ein bisschen was vorgezeichnet. Gleich vorweg, ich bin nicht der beste Zeichner, Grafiker, habe ich dann meine Leute dafür, die das für mich machen. Ja. Und hier geht es letztendlich nur darum, starte nicht mit Werbeanzeigen, wenn du das nicht gemacht hast. Ja, hier geht es letztendlich um die Positionierung, wie gesagt. Ja. Also, wir schreiben das hier nochmal rein. Positionierung. Das ist letztendlich auch einer der drei Key-Punkte meiner Dienstleistung, die ich biete. Neukundengewinnung, Positionierung und Skalierung. Ja. Und genau in der Reihenfolge. Ja, also letztendlich, du brauchst erstmal ein paar Kunden. Ja? Ohne dass du jemals Kunden gehabt hast, kannst du dich nicht positionieren. Sorry. Du kannst nicht einfach eine Positionierung ausdenken ohne das Wechselspiel von Kunden. Ja? Das heißt, in irgendeiner Art und Weise, bezahlt oder unbezahlt, musst du erstmal ein paar Kunden gehabt haben, um letztendlich dich im Markt richtig positionieren zu können. Ja? Also, machen auch viele falsch, dass sie sagen, hey, ich baue meine Positionierung um, habe in meinem ganzen Leben noch nicht einen Neukunden gemacht, ne? noch nie einen Kunden gehabt. Ja? Geht so nicht, weil du dich dann nur im Bereich der Theorie bewegst. Ja? Es bringt dann auch nichts, irgendwelche Coachings zu machen oder dich irgendwie weiterzubilden in der Theorie-Bubble, ja? wenn du einfach nicht in die Praxis gehst. Ja? Das heißt, das ist ein Wechselspiel zwischen echtem Leben, also wirklich Neukunden bekommen, Erfahrungen sammeln und dann deine Positionierung im Zuge dessen sozusagen zu erarbeiten. Ja? Und wenn du das gemacht hast, dann und erst dann, wenn du die richtig bewiesen hast, ja, Proof of Concept, Product Market Fit, ja, all diese Begriffe kennst du vielleicht schon, dann geht es in die Skalierung rein. Und deswegen, dieses ganz einfache Prinzip, du siehst hier diesen Eisberg, ja, und der wird jetzt hier in drei Teile zerteilt. Und hier unten, du kannst es dir vielleicht schon denken, mit roter Schrift, das ist hier der sogenannte Red Ocean, ja, und ich sehe das auch immer wieder verkehrt bei vielen, die letztendlich auch quasi, sagen wir mal, sich selbstständig gemacht haben, jetzt ihr eigenes Ding machen durch Zellteilung. Ja, das ist letztendlich jede Agentur, jeder Softwaredienstleister entsteht durch Zellteilung. Wie funktioniert das wieder? In dem einfach, was meine ich damit? Du hast für irgendein großes System ausgearbeitet lange, hast ja dort einfach deine Sporen verdient sozusagen, deine Hörner abgestoßen und jetzt eines Tages sagst du zu dir, okay, ich kann das selber besser. Ich mache mich selbstständig mit allen Freuden und Risiken, die da auf mich zukommen. Ein bisschen was gespart, ein bisschen Kapital gespart und so weiter oder vielleicht sogar einen günstigen Kredit bekommen. Ich starte jetzt vollkommen, völlig selber durch, ja, und gehen dann letztendlich genauso in der Positionierung raus, wie sie es eben gewohnt waren, von der großen IT-Systemhaus mit mehreren tausend Mitarbeitern, wo sie letztendlich ihr Handwerkszeug gelernt haben. Sie sind aber jetzt halt ein ganz kleiner Kunde, ganz kleiner Dienstleister, also ich habe letztendlich mein ganzes Handwerkszeug beim Laden bei irgendeiner Dienstleisterfirma gelernt, die 1000 Mitarbeiter hat und jetzt halt bin ich mein eigener Herr, meine eigene Firma und ich habe erst 2 Mitarbeiter. Da muss ich letztendlich eine ganz andere Positionierung eventuell mir erarbeiten erstmal, um Erfolg zu haben, als wie jetzt der große Konzern dort. Ja? Und von daher machen es aber viele häufig falsch, weil sie einfach versuchen, einfach das zu replizieren oder das zu kopieren, was der Große gemacht hat, weil sie auch nichts anderes wissen oder keine Erfahrung noch nicht gesammelt haben als Selbstständiger. Und dann machen sie jetzt hier
der Red Ocean, bewegen sich hier im Red Ocean, ja, eine Konzern-IT, ja, kann sich im Red Ocean super einfach bewegen. Das ist überhaupt kein Problem für die Konzern-IT, weil die haben die nötigen Ressourcen, die können alles für jeden machen. Aber du, wenn du alles für jeden machst, ja, dann hast du ein echtes Problem. Weil dann sieht ja überhaupt gar kein Kunde jemals einen Grund, dir eine Chance zu geben, ja, mit dir ins Geschäft zu kommen, jemand, der sich gerade erst gegründet hat, den es erst seit ein, zwei Jahren gibt, ja, wenn sich da überhaupt nichts drin unterscheidet. Und deswegen musst du unbedingt, bevor du auch jemals überhaupt für Online-Werbung Geld ausgibst, Spezialisierung gehen. Ja? Hier zwar in diesem Bereich, und das ist der Spezialist. Du musst in irgendeiner Art und Weise zum Spezialist werden. Unbedingt. Und wenn du hier noch keine Ideen hast oder wenn du dir hier unsicher bist und so weiter, immer uns kontaktieren, auch gerne in den Live-Call reinkommen, je nachdem, in welchem Programm du gerade bist oder wenn du das Video jetzt hier auf YouTube siehst oder wo auch immer, ja, dann einfach uns kontaktieren, gerne mal ein paar Sessions durcharbeiten. Wir sehen das Ganze durch Product-Market-Fit-Brille. Ja, also unsere Vertriebler haben teilweise bis zu 3000 Entscheiderkontakte im Jahr. Wir wissen ganz genau, wie der Markt tickt. Ja, Branche, Nische, Größe und so weiter, länderspezifisch, Regionalität und so weiter, wo sind da die Painpoints und so weiter, wo lohnt es sich wirklich reinzugehen, Spezialist zu werden. Und wenn du dieses Level hast, ja, dann ist schon mal super. Warum? Weil du weißt und deine Kunden vor allen Dingen wissen und du das auch in deinem Marketing so, wofür du stehst, wofür stehst du? Ja. Und ganz, ganz wichtig, wofür stehst du nicht? Ja. Wofür stehst du nicht? Das ist nämlich deshalb so wichtig, weil nämlich dann in deinem Vertriebsprozess, in deinem Online-Marketing-Funnel zum Beispiel, auch ganz super krass gut vorfiltern kannst. Ja. Das heißt, du kannst schon mal all diejenigen rausfiltern, die du als Kunden gar nicht haben willst. Und das wiederum macht dann deinen nachfolgenden Vertriebsprozess mit Telefon, Nachverfolgung, Nachfassen, Telefonakquise etc., E-Mail-Marketing, Kampagnen und so weiter und so weiter. Der ganze Backend-Funnel nennt man das so. Ja? Frontend, Backend, auch wie bei der Programmierung gibt es auch beim Marketing. Viel, viel effektiver und einfacher und profitabler wiederum. Ja? Also, deswegen ganz, ganz wichtig. Du solltest mindestens zum Spezialisten werden, bevor du überhaupt daran denkst, hier den Geldhahn, also quasi aufzudrehen und in Facebook, LinkedIn, Google Werbung zu investieren und dort eben ja, einen Haufen Besucher einzukaufen. Idealerweise, und da solltest du einfach starten, weil du kannst nicht zu, also quasi ohne diesen Schritt gegangen zu sein, ja, kannst du nicht einfach in Schritt 3 gehen. Ja, das geht nicht wirklich in der Realität. Aber das solltest du sozusagen, deine Vision, deine Mission sollte es sein, dort hinzugelangen, ja. Und das ist der Superstar. Ja, der Superstar, bei dem ist es so, da hast du ein Wiedererkennungsmerkmal dir aufgebaut. Das ist ein langes Wort. Wiedererkennungsmerkmal und das kann zum Beispiel sein Nische, Marke, Brand, ja, jeder weiß, Nische, jeder kennt dein Brand, ja, du bist eine Marke, eine Personenmarke, beziehungsweise deine Firma ist eine Marke, je nachdem gibt es auch unterschiedliche Strategien, ja, möchtest du eher eine personifizierte Marke hier aufbauen, ja, wo einfach dein Name, dein Gesicht sozusagen die Marke ist oder halt letztendlich das Logo, der Brand, die Firma wie Coca-Cola. Ich weiß gar nicht, wer ist aktuell der Geschäftsführer von Coca-Cola, keine Ahnung. Ja. Aber der Kräuter kennt halt jeder. Ja. Also das ist eine personifizierte Marke. Und ja. Da musst du auf jeden Fall hin. Und warum? Weil letztendlich hier die Leute dann zu dir kommen. Du wirst sozusagen zum sogenannten Magnet, ja, Kundenmagnet. Das heißt, hier baust du Sogwirkung auf. Ja.
Und das geht aber nicht, indem du nicht erstmal dich als Spezialist bewiesen hast. Ja, es geht jetzt nicht nur darum, dass du dich hier irgendwie positionierst als Spezialist, sondern du musst dich erstmal beweisen. Das heißt, du musst dich erstmal liefern, du musst erstmal abliefern, den Nutzen versprechen, deine Werte versprechen, deine Botschaft erstmal sozusagen unter Beweis stellen, Referenzen sammeln, Testimonials sammeln und. Bevor du das dann sozusagen so pushen kannst, dass du dir so viel Cashflow aufbaust, dass du letztendlich dann auch in Marketing-Werbung, in Online-Werbung, in Offline-Werbung, in alle möglichen Werbekanäle dann investierst, in Display-Werbung, in alles, sodass du letztendlich irgendwann mal dann zur Marke wirst. Ja? Und dann hast du natürlich hier den Superstar-Status und da geht es letztendlich nur noch darum, dass wenn jemand ein Problem hat, welches du lösen kannst, zu dir kommt und zu keinem anderen. Ja? Das ist sozusagen das Optimum sozusagen an Marketingleiter, die du hochsteigen kannst. Ja? Also wenn ich zum Beispiel jetzt Bock habe auf eine Cola, dann kaufe ich mir eine Cola. Ja? Obwohl es vielleicht noch 3 andere Sorten von Cola gibt. Ich will nie auf die Idee kommen, mir irgendwas anderes zu kaufen als eine Coca-Cola. Nie im Leben. Keine Pepsi. Egal, was es dann noch so gibt, keine Ahnung, irgendwelchen komischen Getränken, die letztendlich genauso gut oder schlecht schmecken oder wo nichts anderes drin ist. Aber ich kaufe mir nur eine Coca-Cola. Ja? Selten, dass ich eine trinke, aber wenn ich mir da was einbilde, irgendwie eine Salzstange oder halt einmal die Woche maximal, tue ich mir das dann an. Ja? Ich lebe super gesund, aber das bringt mich auch wirklich weiter, also gesund zu leben, aber so einmal im Monat, zweimal im Monat, ne, so eine Netflix-Serie oder sowas. Und dann will ich eine Coca-Cola und dann kaufe ich mir eine Coca-Cola, ja, und keine Pepsi. Okay? Genau. So, das wär's für dieses Video, für diese Lektion. Ultra, ultra wichtig. Geh es nochmal durch, gedanklich im Kopf, wenn du da Fragen zu hast, gerne in die Kommentare bzw. Feedback mir immer zukommen lassen über die Support-Funktion oder halt einfach bei mir in die Live-Calls reinkommen bzw. wenn du noch nicht bei mir in der Akademie bist, also einfach dir gerne einfach mal ein kostenloses Gespräch buchen bei mir. Dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Happy Hunting und ich wünsche dir alles Gute.